Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Schönen guten Abend und schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu Megional, den Nachrichten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen und das zum Donnerstag, den 14. Juni. Im Übrigen der internationale Blutspendetag. Das Datum wurde gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1868 Karl Landsteiner, der Entdecker der Blutgruppen, geboren wurde. Für seine Entdeckung erhielt er 1930 den Nobelpreis für Medizin. Und bis heute werden mit seinem AB0-System die wichtigsten Blutmerkmale bei der Bluttransfusion charakterisiert. Dieses Jahr steht dieser Tag unter dem Motto: Sei für jemanden anderen da, spende Blut, teile Leben. In Anbetracht dessen, dass jeder von uns einmal in die Situation kommen könnte, Blutkonserven zu benötigen und der Bedarf an Spenderblut im Allgemeinen recht hoch ist, dient der Weltblutspendetag zum einen dazu, neue potenzielle Lebensretter vom Sinn einer Blutspende zu überzeugen und zum anderen natürlich die zahlreichen Blutspender zu ehren, die unentgeltlich und mit hohem Engagement mithelfen, Leben zu retten. Im Festsaal des Schlosses Schwarzenberg wurden am vergangenen Sonntag die diesjährigen Preise des bereits zum 15. Mal ausgetragenen Kammweg-Literaturwettbewerbes des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen übergeben. 21 bereits veröffentlichte Werke, in denen die Thematik Erzgebirge in unterschiedlichster Form eine Hauptrolle spielt, wurden zur Bewertung eingereicht. Eine Menge Arbeit. Ja, der Kammwegpreis 2018 wurde in Form von zwei zweiten und einem ersten Preis verliehen. Insgesamt umfasst das Preisgeld 3.000 Euro. Der Dresdner Gitarrist Frank Fröhlich begleitete die Preisverleihung musikalisch und machte bei einem Virtuosenspiel seinem Namen alle Ehre. Der Leipziger Bernd Schirmer, der im erzgebirgischen Scheibenberg aufgewachsen ist, erhielt für sein Buch Silberblick den Hauptpreis. Für die Romane Stark wie der Tod und Romeo und Romy erhalten die Erzgebirgsautorin Helga Kaden und der in Köln lebende Autor Andreas Izquierdo einen zu gleichen Teilen dotierten zweiten Preis. Helga Kaden, zu Hause in Seifen, ist bereits eine bekannte Größe der Erzgebirgsliteratur. Wie bereits gestern in der Mittwochsausgabe erwähnt, hat sich Sebastian Eberlein mit Fakten rund um das Thema WM 2018 beschäftigt. Auch in der heutigen Ausgabe hat er 20 an der Zahl für Sie vorbereitet, die durchaus interessant sind. Heute wieder 20 Fakten über die Fußball-WM in Russland, die Sie so vielleicht noch nicht wussten. Keine Mannschaft hat sich öfter für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, ohne dabei jemals zu gewinnen, als der deutsche Auftaktgegner Mexiko. Insgesamt 16 Mal war das der Fall. Naja, dabei sein ist schließlich alles. Nicht mal bei der Qualifikation dabei war hingegen Simbabwe. Wegen noch ausstehender Zahlung an den Trainer durfte das Team nicht teilnehmen. Das WM-Finale zu gewinnen beschert dem Sieger umgerechnet 30,6 Millionen Euro Preisgeld. Der Verlierer des Finale bekommt hingegen immerhin noch 22,5 Millionen Euro als Trostpreis. Die Gruppenphase zu überstehen bringt 8,5 Millionen Euro. Insgesamt sind die Preisgelder im Vergleich zur WM 2014 um 12% gestiegen. Zum ersten Mal seit 1986 hat sich die US-amerikanische Nationalelf nicht für die WM qualifiziert. Besonders schlecht ist diese Nichtteilnahme für den TV-Sender Fox Sports. Den Berichten zufolge soll dieser rund 322 Millionen Euro für die Übertragungsrechte ausgegeben haben. Fakt 5. Die deutschen TV-Sender ARD und ZDF sollen Medienberichten zufolge 200 Millionen Euro für die Übertragungsrechte bezahlt haben. Fakt Nummer 6. Russland ist das flächengrößte Land der Welt und hat sage und schreibe 11 Zeitzonen. Die WM-Spielorte liegen aber nur in 4 Zeitzonen. Fakt Nummer 7. Der offizielle WM-Ball erinnert an den Telestar-Ball der WM 1970 und 1974. Nostalgie? Fehlanzeige. Bei der WM 2018 wird der Ball einen Chip enthalten, der es den Zuschauern erlaubt, Spieldaten zu erhalten. Fakt 8. Islands Torhüter Thor Halldórsson ist einer der bekanntesten Filmemacher des Landes. 2012 hat er das Video für Islands Eurovision Song Contest Teilnahme produziert. Ein Multitalent. Fakt Nummer 9.
Wenn die deutsche Nationalelf gewinnt, wäre dies die erste erfolgreiche Titelverteidigung. Das letzte Mal schaffte dies Brasilien 1962. Fakt 10, aber Vorsicht. Die letzten beiden Titelverteidiger schieden jeweils bereits in der Gruppenphase aus. Fakt 11. In diesem Jahr soll eine taube Katze namens Arillis die Ergebnisse der WM-Spiele vorhersagen. Beim Confederations Cup im vergangenen Jahr hat sie mit Ausnahme eines Spiels alle Begegnungen richtig vorhergesagt. Fakt 12. Von Löwen über spanische Orangen bis hin zu Jalapenos mit Schnurrbärten hat es so einige Maskottchen in der Historie der WM gegeben. In Russland wird es ein Wolf sein. Er trägt den Namen Sebivaka, was übersetzt kleiner Torschütze bedeutet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Fakt Nummer 13. Geht man nach dem Marktwert der Spieler, dann hat Frankreich mit 1,08 Milliarden Euro den teuersten Kader aller Mannschaften. Dahinter folgen Spanien mit 1,04 Milliarden und Brasilien mit 952 Millionen Euro. Deutschland belegt den Platz 4 mit 885 Millionen Euro. Fakt 14. Peru wird erstmals seit 1982 wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist die längste Abstinenz aller Mannschaften, die 2018 in Russland vertreten sind. Fakt 15. Bei der WM 2014 wurden von Ersatzspielern mehr Tore erzielt als bei jedem anderen Turnier. Dank der neuen Einwechselregel könnte dieser Rekord 2018 fallen. Fakt 16. Der Nordire Norman Whiteside ist mit 17 Jahren und 41 Tagen zu WM-Beginn der jüngste WM-Spieler aller Zeiten. Und wir bleiben beim Alter. Fakt 17. Mit 45 Jahren wird der legendäre ägyptische Torhüter Essam El Hadary voraussichtlich der älteste Spieler in der WM-Geschichte werden. In Russland wird er übrigens sein WM-Debüt geben. Fakt 18. Den WM-Pokal in den Händen zu halten, ist ein unvergesslicher Moment. Sobald die Siegersfeier vorüber ist, nimmt jedoch die FIFA den echten Pokal zurück und überreicht dem Sieger ein günstigeres Replikat. So wird es auch in Russland sein. Fakt Nummer 19. Bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 wurde jedes Spiel in der gleichen Stadt ausgetragen. Diese war in Montevideo in Uruguay. In Russland hingegen wird an 11 Austragungsorten gespielt. So, 20. und letzter Fakt. Der WM-Pokal ist 36,8 cm hoch und wiegt 6175 Gramm. 2038 wird es wohl keinen Platz mehr für den Sieger auf dem WM-Pokal geben. Dann muss wohl eine neue Trophäe her. Ja, mit diesem Wissen glänzen Sie bei jeder Fußball-Talkrunde. Interessant zu wissen wäre natürlich auch, wie man denn bei uns im Sendegebiet über die deutsche Nationalmannschaft und deren Platzierung in der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft denkt. Nach den vergangenen Testspielen ist das bunte Rätselraten um die Leistung in diesem Turnier mit recht kontroversen Meinungen unterlegt. Wir haben mal bei der D-Jugend des ATSV Gebirge Gelobtland diesbezüglich nachgefragt. Wie sieht es denn dann eigentlich bei euch aus? Jetzt startet ja schon bald die WM in Russland. Was meint ihr, wo sieht man die deutsche Nationalmannschaft? Wie weit kommen die nach vorn? Ich denke bis ins Viertelfinale. Okay, warum können sie nicht wieder Erster werden, nach deiner Meinung? Ja, also da fehlen ein bisschen die guten Spieler, also die besseren wie letzte WM. Und diesmal sind sie halt nicht so gut drauf. Ich denke so zwischen Erster und Sechster ungefähr so. Okay, warum ist die Spanne so groß? Bist du mit der Leistung noch nicht ganz so zufrieden nach den Testspielen? Nee, gegen Saudi-Arabien hätten sie deutlich höher gewinnen müssen. Es war nämlich nur ein 2-1. Wo liegt die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland? Wie schneiden die ab? Gut. Wenn man das platztechnisch jetzt ein bisschen vergeben müsste? Dritten. Warum nicht Platz 1 und 2? Glaube ich nicht, dass sie es wieder schaffen. Einfach nur der Wiederholung wegen oder die Leistung, die jetzt das klappt nicht mit einem Doppelpack. Also ich denke, diesmal werden sie nicht so gut abschneiden, weil der Start ging schon nicht so gut. Denke ich, wird nicht so gut. Aber trotzdem denke ich, werden schon ein bisschen gewinnen. Recht weit vorne. Was wäre denn jetzt so der Tipp rein aus dem Bauch raus, wer könnte denn überhaupt Weltmeister werden? Nur die üblichen Verdächtigen. Die da wären? Brasilien. Okay. Vielleicht mal Argentinien. So, als Trainer mal eine fachkundige Meinung. Wie schneidet die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland ab? Also meine Einschätzung ist so, ich denke, dass wir auf jeden Fall ins Halbfinale erreichen werden.
Wo ich noch etwas skeptisch bin, ist, ob alle Leute in der Mannschaft richtig motiviert sind, gerade nach der Aktion von Gündogan und Özil. Weiß man nicht so genau, was in den Köpfen dann los ist, aber ich bin schon sehr optimistisch, dass wir wenigstens das Halbfinale erreichen werden. Und wenn wir wenigstens das Halbfinale erreichen werden, wer wäre denn dann noch so der Kandidat, der durchaus in der Lage wäre, einen Weltmeistertitel zu holen? Spanien. Okay, aus welchem Grund? Das kam recht spontan. Na, weil die Spanier einfach eine sehr rustikale Art haben, Fußball zu spielen, zum Teil sehr körperbetont und zugleich natürlich auch technisch wirklich sehr, sehr guten Fußball spielen. Also ich denke, die werden dann im Halbfinale dann rausfliegen, weil sie haben ja nicht die beste Startelf. Sie haben sehr viele gute Spieler nicht mitgenommen. Götze, okay, es war keine gute Saison von dem, aber trotzdem. Er hat schon gut gespielt, aber ja. Welchen Platz werden sie wohl erreichen? Minimal Platz 6, maximal Platz 3. Und wenn wir gerade beim Fußballspielen sind, ihr seid ja nur auch kurz vor einem Spiel. Es geht jetzt nach Gornau gegen den Gegner Gornau. Ja. Wenn man vom Tabellenplatz her mal vergleicht, wie liegt wer? Also Gornau liegt auf Platz 2 in unserer Staffel. Wir sind sicherer Tabellendritter. Wir müssen sagen, wenn wir heute gewinnen, das wäre natürlich sehr, sehr schön, das ist unser letztes D-Jugendspiel mit dieser Truppe. Wenn wir gewinnen würden, werden wir trotzdem Dritter bleiben müssen, weil wir dann immer noch einen Punkt zu wenig haben hinter Gornau. Aber ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns heute nochmal richtig alle straffen und Gas geben und dann schauen wir, was rauskommt. Na, da darf man doch gespannt sein. Die D-Jugend vom ATSV Gebirgige Lobkland unterlag dann gestern bei ihrem letzten Auswärtsspiel der Saison dem Gegner und Tabellenzweiten Gornau auswärts mit 5:0. Trotzdem ist der Tabellenplatz 3 sicher. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr folgender Produkte. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Max Wustlich Fruchtsaftkälterei das Produkt Meißner Apfelsaft 1 Liter mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.03.2020 und 30.01.2020 zurück. Aufgrund vereinzelter Funde von Schimmelpilztoxinen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verzehr dieses Produktes eine mögliche Gesundheitsgefahr darstellt. Von einem Verzehr wird daher gänzlich abgeraten. Die Max-Wustlich-Fruchtsaftkälterei hat umgehend reagiert und hat das betroffene MHD aus dem Verkauf genommen. Verbraucher können das Produkt am jeweiligen Kaufort gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons. Weitere Produkte und Chargen sind nicht betroffen. Im Rahmen einer Eigenkontrolle wurden in dem Produkt Enerbio Erdmandelmehl des Herstellers Dirk Rossmann Burgwedel Salmonellen nachgewiesen. Ja, Salmonellen können Erkrankungsfälle mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und gelegentlich auch Kopfschmerzen verursachen. Schwere Krankheitsverläufe können in seltenen Fällen bei Kindern, älteren Menschen sowie Menschen mit schwächerem oder eben einem abgeschwächten Immunsystem vorkommen. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft Rossmann diesen Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.12.2018 zurück. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet. Ja, und Iglo Deutschland ruft vorsorglich das Tiefkühlprodukt Iglo Petersilie 40 Gramm wegen des Verdachts auf VTEC-Bakterien zurück und warnt vor dem Verzehr der relevanten Charge. Dabei handelt es sich um das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2019 und der im Folgenden abgebildeten Kodierung, die auf der Verpackungsseite angegeben ist. Ja, da es sich hier um einen sehr begrenzten Produktionszeitraum handelt, bittet das Unternehmen nicht nur den Code, sondern auch die genannte Uhrzeit zu beachten. Die betroffene Charge wurde ausschließlich an Lidl, Netto Markendiscount und Penny ausgeliefert. Nachdem das herbstlich anmutende Formtief überwunden ist, geht es in den kommenden Tagen wieder mit dem Wettertrend bergauf und der Sommer kehrt zurück. Zwar langsam, aber immerhin. Heute Abend und in den Nachtstunden geht es leicht bewölkt bis wolkig am Himmel zu und die Sterne zeigen sich zwischen den Wolken. Nur der Mond
bleibt dieser Vorstellung fern, denn er befindet sich noch in der Neumondphase. Auch wenn sich einige Wolken am Himmel zeigen, bleibt es aller Voraussicht nach trocken. Das Niederschlagsrisiko beträgt 0%. Auch temperaturmäßig geht es wieder bergauf. Die Werte liegen alle schon wieder im zweistelligen Bereich. In Olbernhau am Rittergut stehen 10 bis 13 Grad in den Anzeigen der Thermometer. In Marienberg am Markt wird es mit 10 bis 12 Grad nicht ganz so warm. Und die Zschopauer liegen mit 11 bis maximal 13 Grad auf Augenhöhe mit Olbernhau. Der Wind weht in den Nachtstunden gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde, das Ganze aus Süden. Morgen am Freitag nimmt der Sommer schon wieder Fahrt auf. Mit dabei in den Morgen- und Vormittagsstunden ein wolkiger Himmel und auch die Sonne spielt mit. In den Nachmittagsstunden wird der Wolkenanteil sogar noch kleiner. Das Firmament ist dann nur leicht bewölkt oder sogar wolkenlos, sodass die Sonne am Ende des Tages bis zu 6 Sonnenstunden auf der Uhr hat. Leicht bewölkt geht es dann in die Nacht hinein. Niederschläge sind morgen generell nicht zu erwarten. Das zeigt auch das Niederschlagsrisiko. Eine dicke Null steht hier zu Buche. Der Schirm kann definitiv zu Hause bleiben. Ja, und wer sich zu den Unerschrockenen zählt, der kann die kurze Hose morgen getrost auftragen, denn die Temperaturen klettern in den Komfortbereich an der 20-Grad-Marke. Im Kurzeifen oben im Spielzeugwinkel werden 12 bis 17 Grad. In Schönbrunn am Ambrosgut zeigen die Thermometer minimal 12 und maximal 18, so ist es richtig. Und in Waldkirchen unten am Bahnhof klettert das Quecksilber auf 14 bis 20 Grad. Aus Nordwesten weht der Wind, und zwar leicht, mit um die 9 Kilometer pro Stunde. Ja, und hier jetzt noch der Ausblick auf das kommende Wochenendwetter, liebe Zuschauer. Der Samstag bringt eine Mischung aus wolkig und leicht bewölkt mit viel Sonne mit sich. Regnen wird es logischerweise dann nicht. Niveau halten ist bei den Temperaturen angesagt. Zwischen 12 und 22 Grad gibt es bei einem leichten Wind aus Osten. Am Sonntag ist der Name wieder mal Programm. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt und die Sonne hat definitiv das Zepter in der Hand. Ja, und das wiederum schraubt die Temperaturen auf 14 bis 23 Grad. Aus westlicher Richtung weht der Wind. Ja, es ist wieder Grillwetter, liebe Zuschauer. Ja, und morgen gibt es dann genauere Informationen zum kommenden Wochenendwetter. Tja, damit sage ich schon mal Tschüss für heute. Das war's von mir. Zurück zu dir, Nancy. Das war's von unserer Seite zur Donnerstagsausgabe von Megional. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Alle Sendeformate wie dem MEF-Wochenrückblick, MEF-Kompakt und natürlich Megional sehen Sie mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten und auf www.mef-line.de. Bis dahin. Ihnen einen schönen Abend, gute Nacht und bis morgen hier zu Megional.